Terrassenbeete haben ja schon viele alte Kulturen hingekriegt. Ich denke, das lässt sich hier noch ein bisschen optimieren. Hallo ihr Lieben, ich habe mir gerade mal wieder meinen Weg hier freigeschnitten. Hier war ja die riesen Zucchini. Die hat jetzt aber so langsam der Mehltau ordentlich dahingerafft. Die Pflanze hat sich hier wirklich wahnsinnig weit geschoben. Hier kam die aus der Erde und hat dann auch immer neue Früchte hervorgebracht. Und auch jetzt sind hier bestimmt noch 10 kleine runde Zucchini dran. Ja, jetzt kann ich hier wieder durch und hier habe ich jetzt auch gesehen, dass hier gut ein paar Gurken dahinter versteckt waren. 2, 3 wollte ich eh gut ausreifen lassen für Saatgut. Aber die ein oder andere werde ich mal probieren, ob die noch gut schmecken. Das sind eigentlich Snackgürkchen, aber die haben jetzt schon die Größe, ja, von so einer richtig großen Salatgurke erreicht hier. Snackgürkchen für den kleinen Hunger zwischendurch. Ja, ist der Weg hier zumindest wieder ein bisschen befreiter. Ich glaube, ich könnte die ganze Pflanze hier auch umlegen. Gleich mal noch ein paar abmachen, die erquetschen sich ja gegenseitig. Damit noch ein paar schön groß werden können. Wenn die Gurken hier dann auch rauskommen und auch die Gestänge von den Gurken, pflanze ich hier noch ein bisschen mehr Lauchzwiebeln und Winterheckenzwiebeln mit auf die Fläche. Hier sind schon ein paar größere und die sind auch super, um im Herbst und Winter noch frisches, gesundes Grün zu liefern. Hier hinten steht bei uns der Zuckermais. Das ist eine erste und eine zweite Generation. Die Pflanzen hier am Wasserfass. Da sind ein paar jüngere mit dabei. Ja, die kann man bald ernten. Der Zuckermais, den lässt man ja nicht ganz reif werden, sonst wird er mehlig. Und ich habe schon gesehen, dass einige Kolben schon ganz stattlich sind. Und bei einem wächst sogar schon was oben raus. Na, hier ist der Meister, der ist schon irgendwie aus seiner Hülle hier oben herausgewachsen. Oder vielleicht war hier auch irgendein Nagetier dran und hat sich das schon mal aufgemacht. Kann ich jetzt auch nicht ausschließen. Ja, vor dem Mais hatte ich eigentlich Feldsalat ausgesät, aber hier stand auch schon mal der Borretsch. Und der hat sich ja selber wieder ausgesät und geht für dieses Jahr nochmal in die zweite Runde hier vom Wachstum her. Also holen wir uns einfach immer mal ein paar Borretschblätter. Und hier dahinter, inzwischen auch gute 3,5 Meter hoch wieder, der Topinambur. Ich glaube, dieses Jahr war es dem etwas zu trocken. Der fängt jetzt erst an, so in die Höhe zu gehen und bald in Blüte zu gehen. Und da können wir uns im Herbst und Winter hier wieder die Topinambur-Knollen frisch aus der Erde ernten. Hier wächst sogar schon eine Stangenbohne mit am Topinambur hoch. Die ist von hier drüben ein kleiner Ausreißer. Hier freue ich mich, dass das Gerüst überhaupt so voll aussieht. Da wurde ganz viel weggefressen von den Jungpflanzen. Aber jetzt sieht man auch, dass die 4 Meter hier oben gut erreicht sind. Hier herrscht auch wieder Sortenvielfalt. Wir haben die Neckargold hier drin, die Stangenbohne. Eine blaue Sorte ist hier wieder mit dabei. Und auch die rotblühende Prunkbohne, die hier so schön auffällt. Das wird dann eine, die man auf jeden Fall pulen muss. Die anderen beiden könnte man auch jung als Schoten ernten. Und hier ist auch die schwarz-blaue Holzbiene gerne zu Besuch. Die kommt täglich, das ist ein ganz treuer Gast. Und schön, dass die hier in der Nähe Unterschlüpfe findet. Die braucht gerne so Totholzhaufen, auch mal eine Benjeshecke, auch mal so Gärten, die nicht ganz aufgeräumt sind. Und dann taucht sie auch auf. Hier hinten in der Ecke hatte ich 2 Wassermelonenpflanzen hingesetzt, nachdem hier der Knoblauch geerntet war. Und da sieht man auch, dass die ganz gut Raum einnehmen. Da habe ich jetzt schon angefangen, die Spitzen zu kappen,
damit die Früchte, die sich schon ausgebildet haben, noch eine gute Chance haben, reif zu werden. Nachts wird es ja jetzt hier und da doch schon kühl. Ja, und die haben ja noch ganz viele Ausläufer und Seitentriebe gebildet und fast an allen ist ja noch mal eine kleine Melonenfrucht dran. Ob die auch alle was werden, wage ich zu bezweifeln. Ich werde dann schon schauen, dass wir pro Pflanze hier bloß zwei, drei Früchte lassen. Ist halt jetzt doch schon ganz schön spät, oder? Wie ist denn da eure Erfahrung mit den Wassermelonen? Ein, zwei Blumenkohl sind auch was geworden. Und hier davor haben wir auch noch den Sommerporree und den Winterporree. Ich hoffe, der wächst noch ein bisschen. Und der restliche Porree ist hinten mit unter dem Gemüseschutznetz, weil ich da auch gern mal die Lauffliege drin hatte. Hier war bis vor kurzem ja auch mein Gemüseschutznetz drüber, aber das habe ich jetzt abgemacht, weil das schwierig zu handeln ist, wenn man jetzt hier ständig was pflanzen oder sehen will. Und vor allem habe ich ja jetzt hier auch noch mal diese zwei kleinen Terrassenbeete gebaut, damit, wenn es so wenig regnet, das Wasser dann nicht gleich ganz wegfließt, sondern hier ein bisschen versickern kann, wenn denn schon mal was von oben kommt. Chinakohl ist hier mit drin, nochmal Mangold, bunte Beete, mal sehen, wie groß die jetzt noch werden. Paradicchio-Salate und nochmal der Lollo Rosso. Hier steht noch eine Lauchzwiebel, mal sehen, ob die es verträgt, jetzt ein bisschen tiefer zu stehen. Aber so habe ich es jetzt so halbwegs eben, dass es sich auch lohnt, wenn es mal regnet. Ja, und wenn es dann zu viel wird, habe ich hier extra Drainagestein eingebaut. Das klappt wunderbar. Ja, gestern habe ich die Kamera dann einfach beiseite gelegt und beschlossen, heute weiterzumachen. Und inzwischen sind hier spontan noch mehr von diesen Terrassen entstanden. Ich habe hier vier hintereinander gebaut jetzt und gestern auch mal getestet, ob das hier ein gutes, ja, Abflusssystem hat, so dass, wenn es mal viel regnet, sich alles gut verteilt, aber auch nichts überschwemmt wird, sondern dann nach unten hin immer weiter abfließt. Das funktioniert ziemlich gut. Terrassenbeete haben ja schon viele alte Kulturen hingekriegt. Ich denke, das lässt sich hier noch ein bisschen optimieren. Und wenn es demnächst ordentlich regnen sollte, sehe ich mich hier schon mit Poncho und Gummistiefeln im Beet stehen und zuschauen, ob das alles gut funktioniert und im Zweifel noch Kanäle zu ziehen. Ja, Spaß mit Regenwasser. Hier im Freiland steht der erste Schwung Tomaten, den ich dieses Jahr so gepflanzt hatte. Da haben wir schon ganz reichlich geerntet, ganz viel Tomatensoße auch schon haltbar gemacht. Die Pflänzchen sind jetzt hier so langsam durch und auf den Streifen kommen dann demnächst auch die Wintersteckzwiebeln. Und auch der Knoblauch wird wieder gesteckt. Ja, ich ziehe hier ganz fleißig Mizuna und die Wintersalate vor. Und hier stand er schon mal und hat sich selber ausgesät. Und jetzt habe ich gerade auch gesehen, dass hier davor natürlich auch ein paar Samen gekrümelt sind. Hier ist eigentlich nur so Dreck. Ist noch kein ordentlicher Weg. Und hier wächst jetzt überall der Mizuna. Ich lasse den hier auch, der stört mich nicht. Weg ist breit genug. Ich bin schmal. Alles wunderbar so. Hier habe ich noch ein bisschen Kohl stehen. Da hatte ich euch den Blumenkohl gestern schon gezeigt. Hier sind noch ein paar Romanesco dazwischen, noch ein Brokkoli und die zwei Rosenkohlpflänzchen hier vorne. Hoffe ich, dass ich da wieder gut was ernten kann über den Winter. Letztes Jahr hatte ich da ein paar mehr. Dieses Jahr haben mir die Schnecken hier gute Jungpflanzen weggefressen, aber die zwei haben es überlebt. Ja, hier ist jetzt noch Petersilie mit reingewandert in das Beet, was ich im letzten Video neu gebaut und bepflanzt hatte. Das hatte ich euch gezeigt, da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen.
Unten drunter ist nochmal bunte Beete drin und ein bisschen Mangold. Ich habe hier nochmal Rucola ausgesät. Und hier ist noch das Basilikum-Experiment. Der macht dann auch eben Platz für den ausgesäten Rucola. Haben wir auch nochmal einen Salat, der mit Frost nicht so große Probleme hat. Ein paar junge Mangoldpflänzchen sind ja auch noch mit dazwischen. Mal schauen, wie der September und Oktober so wird, wie groß die werden. Aber die haben mit Kälte auch nicht das große Problem. Die Tomaten sind bei mir dieses Jahr das letzte Mal an diesen Stangen oder Stäben gewachsen. Nächstes Jahr kommen die alle an das Spalier. Das haben wir dieses Jahr eher so ein bisschen spontan gebaut, weil uns nicht alle Pflanzen, die jemand bestellt hat, abgenommen wurden. Und das hat sich als sehr nützlich erwiesen, das mit den Stangen sich zu sparen. Hier habe ich schon eine nach hinten nochmal abgespannt, dass die Pflanze nicht komplett umkippt. Die hat ja so ein bisschen einseitigen Wuchs gehabt. Ja, die kommen nur noch ans Spalier. Dann wird hier im Beet auch wieder Platz für Kartoffeln und dann ist der Abstand gewahrt. Ich denke, das ist eine sehr gute Lösung. Auf der Fläche, wo jetzt die Tomaten stehen und sonst noch nichts nachgepflanzt ist, kriege ich dann auch wieder gut Platz. Ich denke, hier werde ich so ein bisschen mit Abstand die Steckzwiebeln für den Winter reinbringen. Und auch die Knoblauchbulbillen sind jetzt bald dran. Ein paar Wochen später kommt dann auch der Steckknoblauch im Herbst wieder hier in die Erde. Das hat richtig gut geklappt über den Winter. Ich überlege nochmal, ob ich ein Schutznetz drüber mache, weil ein paar Lauchfliegen waren auch drin. Alles zwar noch zu verknusen, bei weitem nicht so schlimm wie über den Anbau im Sommer. Deswegen bleibe ich jetzt auch bei dem Herbst stecken, was die Zwiebeln und den Knoblauch angeht auf jeden Fall. Ja, teste ich mal aus, vielleicht ein paar Stellen ohne Netz und ein paar mit. Und dann schauen wir, ob sich das gelohnt hat, ob das nötig ist. So viel Plastik im Garten ist halt auch nicht unbedingt schön fürs Auge. Aber auch in diesem Jahr hat er mir richtig gut den Porree geschützt. Der hatte ich letztes Jahr Ernteverluste zu 90% an die Lauchfliege. Das war nicht schön. Hier wohnt jetzt auch die Wespenspinne ganz neu drin. Sehr interessanter Gast. Hier ist eine interessante Insektenvielfalt. Ich traue mich da trotzdem noch reinzugreifen. Die hat mehr Angst vor mir als ich vor ihr. Aber hier ist jetzt nochmal Sommerporree drin, Winterporree, Basilikum, die Wespenspinne. Ich glaube noch zwei weiße Beeten und Knollensellerie. Der durfte in die Kiste, die auf jeden Fall wühlmaussicher ist. Schauen wir uns beim nächsten Mal an hier. Da werde ich auch was rausholen und was Neues reintun. Ja, Knollensellerie. Der durfte hier rein, weil wühlmaussicher. Und da haben wir demnächst auch noch das Projekt im Gewächshaus. Das wird einmal komplett leer gemacht. Deswegen bepflanze ich da jetzt nicht neu. Und da kommt da Gitter rein. Und dann hoffe ich, dass ich zumindest da die Maus los bin. Hier stehen die Spaliertomaten, die recht spät hier nochmal gepflanzt wurden in der zweiten Runde. Die machen sich gut. Ein paar haben auch so ein paar braune Blätter. Aber die Früchte reifen schön und hier wächst richtig wunderbar. Kräuter sind dazwischen gepflanzt, die eine oder andere kommt draußen besser klar. Und alle, die gerade sehr gut klarkommen und auch über die nächsten Tage, wo es regnen soll, die merke ich mir vor für den Freilandanbau. Paprika ist dieses Jahr der absolute Wahnsinn, da kann ich mich nicht beschweren. Ich habe einfach zeitig genug angefangen, dann klappt das dieses Jahr auch. Also da hängen mir die Sträucher voll und voller. Verschiedenste Sorten hat draußen bisher alles gut geklappt. Selbst die größeren, die eigentlich eher fürs Gewächshaus gedacht sind, kriegen gerade die erste Farbe. Ja, und das hier dürften die Oro sein. Das heißt, es werden weiße Spitzpaprika. Die kriegen gar nicht so viel Farbe. Das sind so, ja, die ungarischen Weißen. Ich mag die gern. Die Chili Cherry Bomb habe ich ja an verschiedenen Ecken. Das ist die Chili, die am allerbesten wächst. Die mich bisher aber auch am meisten enttäuscht hat. Hier habe ich ein Exemplar, was schon reif ist, also reife Früchte hat. Und die Cherry Bomb hat angeblich einen Schärfegrad 5. Und Leute, die ist voll mit Kern und schmeckt nach nichts. Also so einen Hauch von Paprika hat sie, aber Schärfe 0. 0, gar nicht. Alle Pflanzen nicht. Also ich habe jetzt grüne probiert, ich habe die roten hier probiert. Weiß nicht, das war ein Griff ins Klo. Die Jalapeno, die ich da habe, das sind die hier. Die reifen jetzt auch der Reihe nach. Und die sind richtig, richtig scharf. Die haben Schärfegrad 6 und ich finde, das halten sie auf jeden Fall. Also wenn man die in der Hand hatte, ist es nicht günstig, es danach irgendwie in die Augen zu fassen. Das hier, diese großen, das ist die Chili Sweet Banana. Ja, Schärfegrad 1, Unterschied zur Paprika, keiner. Die wächst einfach ein bisschen anders, schmeckt ganz lecker, hat auch so ein bisschen Hauch von dieser weißen Spitzpaprika. Ich denke, die sind auch eng verwandt. Ja, wo ist da die Grenze? Chili, Paprika? Gute Frage.
Hier wächst ein Pflänzchen weiße Blockpaprika, die angeblich ja auch nur im Gewächshaus gelingt. Hier ist das Hauptproblem, die Schnecke. Ich habe hier vorhin ein paar Früchte abgemacht. Die sind alle ordentlich von der Schnecke schon angefressen gewesen, an so Seiten, wo ich es nicht gesehen habe. Und hier habe ich auch noch voll die Königsblüte übersehen. So sieht es dann aus, wenn man eine Königsblüte zur Paprika wachsen lässt. Hier in der Mauer habe ich noch so Kisten, die sind jetzt auch peu à peu abgeerntet. Hier sind noch weiße Beeten drin, das sind richtig große Kavenzmänner. Die werde ich jetzt langsam auch mal mit rausholen. Und dann wird hier auch in der Kiste wieder Platz für die Asasalate, für die Winterkresse. Ja, für das gesunde Grünzeug in der kalten Jahreszeit. Und verschiedene Paprikasorten füllen hier ganz gut noch mit auf. Und der Großteil im Garten, der jetzt gerade so üppisch schön grün wächst, muss ich sagen, ist eher Salat- und Kräutervielfalt. Ein paar Buschbohnen, ein paar Stangenbohnen haben wir noch zum Ernten. Wie gesagt, den ganzen Lauch, also den Porree. Ein bisschen Sellerie, Stangensellerie und Knollensellerie gibt es noch zu ernten. Dann kommt der Topinambur. Ein paar Tomaten kommen noch, der Mais kommt noch. Möhrchen haben wir noch ausgesät. Und einen Haufen Heilkräuter und schöne Blüten können wir uns natürlich auch noch ernten. Ob das die Tagetes sind, ob das die Ringelblume ist. Hier oben haben wir so eine recht schattige Ecke unter den Bäumen. Da haben wir unsere kleine Wasserstelle eingerichtet. Hier wächst auch wunderschön die Kapuzinerkresse vor unserer Benjeshecke. Und hier oben in dem ersten Kompost, den wir nächstes Jahr im Frühjahr dann aussieben wollen, haben wir jetzt einfach obendrauf nochmal Material gepackt und hier nochmal Möhren gesät vor einigen Wochen, die recht schnell wachsen, so kleine Sorten. Ja, und da haben wir auch im Herbst und Winter noch ein paar frische Möhrchen, die wir uns hier rausziehen können, falls wir die Stelle jetzt hier nicht mit der Wühlmaus auch noch teilen müssen. Der zweite Kompost war auch schon Salatparkstation. Dem schadet das hier gerade überhaupt nicht. Aber hier oben drauf ist auch wieder so eine Schicht, die noch gar nicht so viele Nährstoffe enthält. Ja, und den dritten sind wir gerade am Befüllen. Als es jetzt hier immer mal so geregnet hat, dass selbst unter dem Baum Feuchtigkeit ankam, sind hier gleich ein Haufen Pilze gewachsen. Ich gehe davon aus, dass das der Wiesenchampignon ist. Den könnte man eigentlich kennen. Ich sammle viele andere Pilze, aber bei dem bin ich mir irgendwie unsicher. Wir haben zum Glück am Wochenende eine Pilzwanderung. Da werde ich mal einen frisch mitnehmen, weil da haben wir einen Experten dabei, den ich auf jeden Fall fragen werde. Wäre ja super, wenn hier im Garten richtig schön die Champignons einfach von selber aus der Erde kommen. Hier wächst auch noch Hopfen. Ob der es dieses Jahr noch zur Blüte schafft, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe aber auch viele Hopfenblüten von meiner Schwester bekommen, die gerade trocknen. Der ist auch ziemlich spannend für den Tee und kann ganz viel. Sicherlich auch mein eigenes Video wert. Und hier daneben wächst das Lungenkraut wunderschön. Das hat mir meine Mutter mal mitgebracht und geschenkt. Und es ist eine der Pflanzen, die es auch ganz gut schattig mag. Und da ist das hier die Stelle, die am dunkelsten ist. Vermutlich sogar am besten für das Lungenkraut. In ein paar Ecken im Beet gibt es noch, wo jetzt ziemlich viel Platz ist. Da werde ich mir jetzt mal überlegen, wie ich hier noch so ein paar Beetumrandungen bauen kann, wenn mir die Steine langsam ausgehen. Wir haben da ja einige Ideen und ein paar Sachen schon recht erfolgreich umgesetzt. Vielleicht baue ich auch noch mal einfach was mit Pflöcken und so einem Brett. Oder einfach wie hier mit einem Baumstamm und Pflöcken. Da muss ich mal noch schauen, wie ich das hier am besten löse, um noch mal solche weiteren Terrassen hier anzulegen. Die kleine Aubergine hatte eine Frucht getragen dieses Jahr und die war von der Schnecke angefressen. Jetzt kommt auch nichts weiter. Ja, Aubergine, gut, kaufen wir jetzt im Laden. Ehrlich gesagt auch nicht so häufig. Ich glaube, das war so ein Experiment. Muss ich jetzt nicht jedes Jahr probieren. Mögt ihr Auberginen? Bei den Buschbohnen können wir uns jederzeit was frisch holen. Im Zweifel lasse ich die auch groß werden, dann werden die gepult und entweder als Saatgut benutzt oder dann eben als Trockenbohne gelagert. Die Variante gibt es ja auch und die schont auch Energie. Eine Überraschung habe ich im Gewächshaus erlebt. Hier ist plötzlich doch noch der Ingwer gewachsen. Das ist doch fast ein Jahr her, dass ich den hier irgendwie mal reingesteckt habe. Da haben bisher die Bedingungen nicht gepasst, aber jetzt plötzlich kommt hier Ingwer gesprießt. Ja, den werde ich vermutlich in den Topf verpflanzen und versuchen drin zu überwintern. Ich glaube, dem ist das hier auch in meinem Gewächshaus draußen nix. Hier reifen jetzt noch die letzten Früchte und hier ist meine Kräuteranzuchtstation gewesen. Die Petersilie bekommt dann draußen auch noch einen Platz. Ja, und wie gesagt,
Im Herbst machen wir das Ding hier einmal leer, machen das wühlmaussicher und dann wird es auch etwas höher aufgefüllt, damit auch im Herbst und Winter die Pflänzchen hier oben ein bisschen mehr Licht bekommen. Hier ist auch so ein Salatfeld für den Winter. Brennnessel, die Gartenpimpinelle, der Spitzwegerich, die wachsen hier ganz dankbar jedes Jahr von selber wieder. Alles essbar, alles gesund. Aber da so ein Thema und die nächste Pflanze, die auch viel kann, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich will auch mal ausprobieren, jetzt noch Winterzwiebeln auszusehen und in 3, 4 Wochen kommen dann, wie gesagt, die Wintersteckzwiebeln auch rein, wenn ich hier noch so ein Beet aufgefüllt habe. Ja, und so hat dann alles seine Zeit im Garten. Ich gehe jetzt noch ein paar schöne Blüten ernten und wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Video. Tschüss!